Also was, womit wir uns beschäftigen, wir schauen uns Polygone an, die kriegen wir dann zusammen zu einer geometrischen Figur, wie dieser Doppeltorus hier. Und wenn wir uns jetzt alle möglichen Verklebungen anschauen, die sammeln wir in der Menge hier und die Frage ist, wie sieht das aus? Und was können wir daraus herleiten? Welche Struktur hat diese Menge? Und damit beschäftigen wir uns. Die versuchen wir mehr zu erforschen. Na, denken Sie auch gerade, was redet der Mann da? Nicht schlimm, denn Jannik Gleiprink ist mit seinen 18 Jahren quasi Hessens Sheldon Cooper. Während Gleichaltrige Pokémon oder Instagram im Kopf hatten, ging's für Jannik schon mit 12 Jahren an die Goethe-Uni in Frankfurt. In der Schule lernt man vielleicht das Rechnen, wie man irgendwas herleitet und so. Aber in der Mathematik lernt man wirklich dann die Beweise. Man lernt den axiomatischen Aufbau von Anfang bis zum Ende hindurch. Den vollständigen Aufbau, diese wirklich sehr klare und sehr präsenten logischen Faden durchzuverfolgen. Und das fand ich sehr schön und angenehm. Bachelor und Master in Mathematik hatte Superbrain Jannik bereits mit 17 in der Tasche. Dass er an der Uni immer der Jüngste ist, stört dabei nicht. Es gab natürlich von den Studenten, von der Seite der anderen Studenten natürlich ein bisschen Erstaunen über mein Alter. Mit 12 konnte man es natürlich auch erkennen. Also Mathematik lebt wirklich auch von der Zusammenarbeit. Also Zusammenarbeit sollte wirklich am Herzen stehen. Und das Alter ist dazu eher sekundär. Natürlich, Erfahrung ist natürlich relevant, aber man soll wirklich sich mit mehr Personen austauschen, weil jede Person kann eine neue und gute Idee hervorbringen. Und auch viele seiner Mitstudierenden sind von Jannik begeistert. Ich finde es sehr, sehr toll, dass er so jung die Möglichkeit hat, an der Uni zu sein. Und wenn man begabt ist, muss man keine Zeit verlieren, denke ich. Mir ist einfach so das Semester jetzt schon manchmal ein bisschen zu viel. Und das dann mit 18 komplett durchgezogen zu haben schon und dann richtig an der Doktorarbeit zu schreiben, meine Bewunderung hat er auf jeden Fall. 200 Studierende unter 17 gibt's laut Statista in Deutschland. Jannik ist einer der allerjüngsten. Uni mit 12, Mathe mit 17 und nun mit 18 an der Doktorarbeit sitzen. Das braucht viel Zeit. Seine Kindheit hat Jannik dadurch aber nicht verloren. Also meine Jugend konnte ich auf jeden Fall genießen. Mein Spaß war halt die Mathematik. Ich konnte diese Mathematik weiter zu erforschen und auf jeden Fall zu der Zeit noch zu erlernen, war wirklich mein Spaß, was meinen Tag so gemacht hat. Für mich lief es sehr schön mit der Mathematik und den Rest müssen halt andere beurteilen. Und auch wenn Janniks große Liebe die Mathematik ist, zwischendurch bleibt immer noch Zeit für seine sportlichen Hobbys. Für die Zukunft hat Jannik noch wenig konkrete Ziele. Hauptsache, es hat mit Mathe zu tun. Also ich möchte auf jeden Fall jetzt weiter in der Forschung bleiben und wirklich weiter forschen und hoffen, ja, weiter Freude an der Mathematik zu haben und weiterzukommen. Und wer weiß, wer mit 18 am Doktortitel arbeitet, holt mit 20 vielleicht schon den Nobelpreis nach Hessen.